Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Es gibt zwei Arten von Islam-Hassern und Islam-Gegnern. Es gibt die eine Sorte, sie ist von Hass getrieben, und die andere Sorte, sie geht gerecht mit der Kritik um. Diejenigen, die gerecht mit der Kritik umgehen, sie haben ein gewisses Ziel und wollen einen Dialog und ein Gespräch, und mit diesen Leuten kann man reden, soll man reden und muss man reden. Dann gibt es eine andere Kategorie, sie lügen, sie betrügen, sie achten nicht darauf, wie man spricht, auf den Umgang, auf die Gerechtigkeit im Gespräch, in der Art und Weise, wie man spricht, sondern sie nehmen alles, was sie nehmen können, um diesen Gegenüber, den Muslim, zu diskriminieren, zu beleidigen, zu beschimpfen. Sie schämen sich nicht, liebe Geschwister im Islam, wenn sie von lügnerischen Werken, von lückenhaften Werken Gebrauch nehmen. Eines dieser Gegner ist und sind viele Koraniten. Sie schämen sich nicht. Sie haben keine Haya. Sie haben keinen Anstand. Sie haben kein Benehmen, kein Achlach und kein Adab. Sie schämen sich nicht, wenn sie Werke nehmen, von denen sie wissen, dass diese Werke bei den Gelehrten des Islams kritisiert wurden, als lückenhaft und Munkar bezeichnet wurden. Aber sie nehmen diese Werke. Eines dieser Werke, was sie zitieren, und sie sprechen kritiklos. Sie nehmen das als, verkaufen das als eine Quelle, die niemals kritisiert wurde und eigentlich die Quelle schlechthin ist. Sie erklären den Menschen nicht, dass diese Quelle eine zweifelhafte Quelle ist. Ibn Ishaq, die Sira von Ibn Ishaq. Zuallererst einmal wissen wir gar nicht, ob das ein Buch ist oder ob das Notizen sind. Ein Buch hat eine Systematik, ein Anfang und ein Ende, ein Ziel, eine Ordnung. Das, was Ibn Ishaq, was man von ihm hat, man geht davon aus, dass das Notizen waren, weil das so durcheinander war. Zu einem Ergebnis, zu einer Sache, die er berichtet, vier verschiedene Versionen, die sich gegenseitig unterscheiden und widersprechen. Aber er schreibt alle auf. Ohne Sanad, ohne Isnad, ohne Qaida, ohne Systematik, ohne dass man schaut, wer überliefert das? Ist das eine vertrauenswürdige Quelle oder eine unvertrauenswürdige? Ist das ein Lügner oder ein ehrlicher Mensch? Ist das ein gläubiger Mensch oder ein Mensch, der gar keinen Glauben hat? Ein Mensch, der eine Vision hat oder ein Mensch ohne Vision? Ein Mensch, der wissenschaftlich vorangeht oder ein Mensch, der unwissenschaftlich ist? Ibn Ishaq hat genommen, was er bekommen hat. Zumeist von Israiliyat, von Wahb ibn Munabbih, Abdullah ibn Salam, Ka'ab ibn Ahbar, Ridwanullahi alayhim ajma'in. Von all diesen Quellen nimmt er, mischt sie zusammen, macht keine Differenzierungen, keine Unterschiede und mischt alles zusammen wie ein Obstsalat. Liebe Geschwister im Islam, wenn wir in einer Facharbeit sind und wir sind unterwegs, eine Studienreise, und dann kommt jemand und jemand erzählt etwas. Im ersten Moment haben wir Stift und Papier in der Hand und schreiben auf, was wir hören. Später, wenn wir dann fertig sind mit diesem Vortrag, überschauen wir das Aufgeschriebene und unterscheiden, was richtig war, was falsch war, und korrigieren und schauen, ob ich das richtig verstanden habe oder mein Gegenüber das anders ausgedrückt hat. Man kontrolliert das Ganze und überschaut das Ganze noch einmal, bespricht das dann im Ganzen noch einmal. Aber beim ersten Schritt schreibt man alles auf. Ibn Ishaq gehört zu den Persönlichkeiten, er lebte zu der Zeit und gehört zu den Menschen der Usum Mudawwan. Derjenigen, die alles aufgeschrieben haben, was sie gehört haben. Das Unterscheiden zwischen richtig und falsch, authentisch und unauthentisch, wahrhaftig und lügnerisch, verbrecherisch, lügnerisch, gefährlich und wahrhaftig, ist die Aufgabe der Gelehrten, die danach gekommen sind. Liebe Geschwister, die Aufgabe der Gelehrten.
nicht derjenigen, die politisch motiviert sind, von Hass getrieben sind, dass sie sich diese Bücher nehmen und dann sich rauspicken, was ihnen gefällt und dann sagen, in den islamischen Büchern steht das und das drin. Ibn Ishaq wurde kritisiert von Ibn Hanbal, von Imam al-Zahabi, von Imam Muslim, von Imam Bukhari, von dem großen Gelehrten Imam Malik, Ridwanullahi alayhim ajma'in. Imam Malik nannte ihn einen Lügner. Ibn al-Taymiyyah, Yahya ibn Kittan, wir sprechen von Imam Nasa'i. Viele Gelehrte sagen, dass 70% der Dinge, die Ibn Ishaq uns überliefert hat, sind Batil, Munkar, nicht mehr verwendungsfähig. Wir können das nicht gebrauchen. Aber die Feinde des Islams, die Hasser des Islams, die nicht kritisieren wollen, sondern Hass verbreiten wollen, die Populisten, sie nehmen davon Gebrauch und verbreiten Lügen, ohne zu unterscheiden. Nicht einmal der Islamhasser Robert Spencer, der bekannt ist für seine Islamophobie, für den Islamhass, den er verbreitet, nicht einmal er erkennt Ibn Ishaq als eine Quelle der Muslime an. Selbst er sagt, es gibt viele Lügen, die überliefert werden von Ibn Ishaq, die nicht zum Propheten Mohammed gehören. Die islamischen Gelehrten haben keine Anerkennung für diese Persönlichkeit. Wir haben viele, viele Leute, liebe Geschwister im Islam, sogar Ibn Ishaq sagt, dass er viele Dinge von Ibn Ishaq nicht übernommen hat, weil das politisch motiviert ist, weil das einen Hass mit sich bringt, weil das nicht wissenschaftlich ist, weil das nicht authentisch ist. Man erkennt bei Ibn Ishaq eine gewisse Vorliebe und Unterstützung für Ali radiallahu an und eine gewisse Kritik und Ablehnung für Abu Bakr radiallahu an, Umar radiallahu an und Uthman ibn Affan radiallahu an. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, Kritik ist gut, Kritik ist schön, Kritik ist ein Geschenk, aber wenn sie aufrichtig ist, wenn sie ehrlich ist, wenn sie ausgesprochen wird, um miteinander zu reden, um in Dialog miteinander zu stehen, nicht aber um Lügen zu verbreiten, um Hass zu verbreiten, um Ängste zu schüren, das machen nur die Islamhasser. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Islamhasser recht leiten, ihnen ihr Hass nehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Amin, amin, amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.